Hallo zusammen. Ihr seht direkt, was Sache ist. Snickers Protein. Ich sag euch, es tut unglaublich weh, was ich getan habe. Und zwar dieser Snickers Proteinriegel zuerst mal entdeckt bei Amazon. Da kann man den auch kaufen. Könnt ihr auf meinem Blog sehen, wo es den gibt. Zum ersten Mal bei Amazon gesehen. Nie gekauft, weil eigentlich doch ziemlich teuer. Aber so von der Idee her könnte es natürlich ziemlich geil sein. An Snickers Proteinriegel könnte auch mehr so der Name ein Zugpferd sein, aber so die ganze Aufmachung so spricht natürlich für sich. Jetzt im Body Attack Shop in hier bei mir in meinem Wohnort entdeckt, als einzeln, sprich man musste nicht gleich so ein ganzes Paket kaufen. Musste ich ihn mitnehmen, um ihn für euch zu testen. Und ich bin sehr gespannt, wie er ist. Denn ich wollte ihn schon immer haben, habe ihn aber nie gekauft, weil er doch mit ungefähr 3 Euro pro Riegel arschteuer ist bei lächerlichen 51 Gramm. Also auch deutlich teurer als ein Questbar. Aber vielleicht ist er ja sehr geil. Was wir auch unter anderem an verschiedenen Aspekten festmachen können. Es wird sicherlich kein richtiger Proteinriegel sein, der so auf Fitness ist, sondern es ist wie so ein Lifestyle-Produkt, wie es gerade so Wider, Yippie oder Body Attack Yum Bum sind. Also so der klassische Proteinriegel mit einfach nur viel Protein, Blockform, ohne Pipapo, Hauptsache Eiweiß, bam, bam, bam. Sowas wird das hier nicht sein. Deswegen darf man das quasi nicht streng genommen als einen Fitnessriegel bewerten. Wie dem auch sei, man kann direkt sehen an den Nährwerten, dass wir eigentlich exakt 35,6 Gramm Protein drin haben, 13,9 Gramm Fett, also quasi 14% Fett, 36% Protein. Dann haben wir Kohlenhydrate drin, wovon aber auch 18 Gramm Zucker sind. Also es ist irgendwie nicht Low Carb oder so. Wir gucken uns mal die Zutaten an. Wir haben einen High-Protein-Bar mit Karamellschicht und Erdnüssen, mit Erdnüssen in Milchschokolade. Wir haben eine Proteinmischung, wobei wir 90% Milchproteinisolat haben. Dann haben wir Milchprotein allgemein und Whey-Protein-Konzentrat aus Milch. Wir haben Sojalecithine, wir haben Milchschokolade, da ist halt Zucker auch drin. Wir haben Magermilch und wir haben auch verschiedene andere Zutaten, wie zum Beispiel hydrolysiertes Kollagen, also eine billige Eiweißquelle, ja, das ist die billige, das ist wirklich extrem traurig eigentlich, wenn man den Preis bedenkt. Wir haben Karamell drin, 14% und so weiter und so weiter. Also ganz klar ein Riegel, der mehr auf Lifestyle oder auf stylisch getrimmt ist, als auf super Nährwerte und super Zutaten, und der Preis ist alles andere als super. Trotzdem wollen wir ihn uns mal angucken. Ich werde den jetzt hier einfach mal so aufmachen. Und wir gucken ihn an, ob er denn aussieht wie ein Snickers. Und tatsächlich, das tut er. Er sieht extremst geil aus, muss ich sagen. Dieser Riegel, ich mache jetzt mal die Kamera ab. Jetzt wird es ein bisschen vom Stativ, jetzt wird es ein bisschen wackeliger in eurem und meinem Sinne. Aber das ist der Proteinriegel. Sieht geil aus. Oben wirklich fette Erdnüsse scheinbar drauf. Das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Ich muss da erstmal ein Foto von machen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach mal mit der anderen. Weil, egal, wo ist er jetzt? Man kann nicht immer alles auf einmal machen, ne? So ungefähr. So, das ist schon mal sehr cool. Was wollte ich sagen? Sieht also, wie gesagt, sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Hier richtig dicke Protein, ach Protein, Erdnussstücke drauf mit dick Milchschokolade. Sehr, sehr cool. Insgesamt der Riegel. Schwupp. Ja, sieht auch wirklich einem Snickers sehr ähnlich aus, wobei die, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aussehen. Man kann die Milchschokolade sehr gut sehen, also es ist scheinbar auch wirklich reichlich drauf. Und ja, das ist der Riegel, den wir uns jetzt aber auch einfach mal von innen am besten angucken, denn es kommt ja auf die inneren Werte an. Wir wollen ja auch Karamell sehen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal vorne. Schupp. Vielleicht sollte ich jetzt eigentlich wieder das Stativ nehmen, mache ich aber nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Deswegen schneide ich jetzt einfach mal hier vorne so eine Querschnitt ab und dann gucken wir uns den Riegel mal an. Oh yeah, sieht wirklich recht gut aus wie ein Snickers, wobei da oben deutlich mehr Karamell ist beim Snickers, aber das hier ist ja auch ein Proteinriegel und kein Snickers, obwohl es ist ein Snickers-Proteinriegel. Man sieht also richtig dicke Erdnüsse,
Oben so eine Karamellschicht, die aber scheinbar nicht so flüssig ist wie beim Original Snickers. Unten die Hauptmasse, die vermutlich, wo vermutlich die Proteine drin stecken. Also quasi unten hui, oben pfui, was die Nährwerte angeht. Erdnüsse sind natürlich aber auch gesund, ne? Das darf man sagen. Von daher, der hohe Fettgehalt kommt sicherlich auch viel durch den Erdnüsse. Wie viele haben wir eigentlich drin? Da müssen wir eben gucken. Milchschokolade 15%, 10% Erdnüsse, also gar nicht mal so wenig, ist ganz okay. Und ja, das Ding sieht eigentlich stylisch aus, würde ich sagen. Können wir mal gucken, ob wir da sonst was Spektakuläres drin finden? Vermutlich eigentlich nicht. Ja, was soll da sonst drin sein? Man sieht hier unten, dass auch hier unten jetzt nicht so wie bei manch anderen Riegeln noch so Crisps drin sind oder ähnliches, sondern wirklich eigentlich nur so ein Block und oben die Erdnüsse. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass der schon ziemlich gut, oh, da ist ein Luftloch, Beschiss. Man kann sagen, dass er schon an dem Snickers sehr ähnlich aussieht, aber optisch auch nicht ganz so geil ist wie so ein Wilder Yippie oder Yambam. Und von daher von Preis her eigentlich doch schon, ja, wie soll ich sagen, eine ziemliche Unverschämtheit. Aber es ist ein Snickers-Proteinriegel und wenn man meint, so viel Geld zu haben oder halt einfach mal so ein bisschen leckeren Riegel haben will, weil der schmeckt auch gut, ich habe mir nämlich auch schon mal eigentlich von einem Bekannten probiert gehabt ein bisschen, nur nie selber gekauft und kann euch sagen, ja, ist gut, ist wirklich auch lecker, erdnussig und karamellig, aber es ist halt auch kein richtiger Snickers, also man darf es nicht erwarten, dass es wie ein Snickers schmeckt, aber optisch geil, geschmacklich auch wirklich gut, nur leider arschteuer. Wem das aber nicht stört, der kann sich diesen Riegel durchaus mal kaufen. Der, wie gesagt, mit 51 Gramm, das sind ja fast 60 Euro pro Kilo, teurer als Rinderfilet, doch etwas für die Guten, für die Leute ist, die da nicht so drauf achten. Ich will das nicht unbedingt schlecht machen, aber ich finde, man muss auch immer eine Preisrelation sehen. Also man kann nicht einfach sagen, ja egal, das ist ein Snickers, das kaufe ich jetzt. Ich als Foodblogger fühle mich in der Verantwortung, euch zu sagen, ob es das Geld wert ist. Und ich denke, nein, was die Nährwerte angeht, ja, vielleicht was den Style angeht, aber auch einfach so ein One-Time-Erlebnis. Also kauft ihn euch einmal, lasst ihn euch schmecken, er ist gut und hey, mein Gott, ihr habt 15 Gramm Eiweiß danach drin oder 16, eigentlich sogar mehr, 17 Gramm Eiweiß, juhu. Aber dabei solltet ihr es dann auch meiner Meinung nach belassen. Und wie gesagt, wenn euch das Geld völlig egal ist, kauft euch auch gerne einfach eine ganze Box. Aber ich finde, dann gibt es für weniger Geld bessere Riegel. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Ciao.